Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen heute über Startups und ihre Erfolge bzw. Misserfolge und wollen uns dabei betrachten, Startups, die unsere Welt verändern. Welche Erfolgsgeschichten und Misserfolge bzw. Faktoren für Erfolg und Misserfolg sind uns denn bekannt? Und in diesem Sinne freue ich mich auch ganz herzlich, hochoffiziell nochmal Jürgen an meiner Seite zu begrüßen. Und du hast eben, bevor wir technische Schwierigkeiten hatten, ja auch schon eine erste Frage mit in den Raum gebracht. Und ich würde dich bitten, Jürgen, auch das nochmal zu wiederholen. Ja, gerne. Ich fasse mich kurz. Die eigentliche Frage, der Kern der Frage ist, was macht den Unterschied aus zwischen einem Startup und einer Neugründung? Wie gesagt, ich habe versucht, das für mich etwas klarer zu definieren, diese Unterschiedlichkeit anhand der Verschlagwortung im Netz. Und da gebe ich mal ein Beispiel. Wenn man den Suchbegriff eingibt, dann heißt es, ich zitiere, ein Startup-Unternehmen ist ein neu gegründetes Unternehmen mit einer besonderen Dynamik, die auf der wahrgenommenen Nachfrage nach einem Produkt oder einer Dienstleistung basiert. Zitat Ende. Was ist besondere Dynamik? Fragezeichen in meinem Gesicht jedenfalls. Und eine wahrgenommene Nachfrage, wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe, ich würde keine Unternehmung neu gründen, wenn ich nicht wüsste, dass es für ein potenzielles Produkt oder mein Produkt keine Nachfrage gibt. Das ist, es gibt noch andere Definitionen, die meines Erachtens noch schwammiger sind, aber das sollte vielleicht mal genügen, um in die Diskussion zu kommen. Vielen Dank. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank. Meines Wissens ist es so, dass dieser Startup-Begriff ein Stück weit eben auch im Kontext von Unternehmen mit zum Beispiel neueren Technologien und so weiter als Begriff auch insbesondere aus dem angloamerikanischen Bereich aufgeploppt ist und in der Regel meistens dann eben auch Startups zunächst einmal in erster Linie auch so innovative Unternehmen gewesen sind, die man damit bezeichnet hat, also wo es um innovative, skalierbare Produkte, Dienstleistungen und so weiter ging. Allerdings mittlerweile ist es häufig so, dass die Begriffe, die werden ja dann halt auch übernommen, werden dann auch abgewandelt etc., ist es meistens so, dass es synonym verwendet wird, dass im Grunde genommen jede Unternehmung mit wirtschaftlichem Background auch als Startup bezeichnet wird und man spricht in der Regel dann von einer Neugründung oder auch einem Startup, wenn das Unternehmen nicht älter als die ersten 5 Jahre sozusagen verbracht hat, weil gerade diese ersten 5 Jahre diese Zeit sind, statistisch auch betrachtet, in der die meisten Neugründungen oder auch Startups dann tatsächlich sich entscheidet, ob sie überleben oder eben auch wieder vom Markt weggefegt werden sozusagen. Hilft das an der Stelle weiter, lieber Jürgen? Das hilft immer, liebe Jasmin, vielen Dank für deine Erläuterung. Das hilft immer, wenn man sich klar ist und einigt, was man darunter versteht. Und für mich nehme ich jetzt mal mit, das qualifizierende Kriterium zur Einordnung ist die Dauer, die Zeitdauer der Existenz des Unternehmens. Du hast, ich nenne es mal jetzt angesprochen oder definiert als eine Anlaufphase von bis zu 5 Jahre. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. In der Regel, also statistisch betrachtet, sind es diese ersten 5 Jahre, die kritisch sind. Und deswegen spricht man in der Regel gerade in diesen ersten 5 Jahren von Startups. Auch hier wird es mit Sicherheit unterschiedliche Definitionen geben. Also ich denke, wir können das nutzen, auch angelehnt an beispielsweise auch, wenn man sich Dokumente auch bürokratischer Art oder sowas anschaut, auch Finanzamtkontexte und. Wird auch bei Neugründungen immer wieder, ne, wird geschaut, ist das Unternehmen kürzer oder länger als 5 Jahre sozusagen existent. Also das sind meistens so diese Rahmenkriterien, die auch von außen gesetzt werden bei irgendwelchen Abfragen, Anträgen, die man stellt oder sonstiges. Und mit Sicherheit ist das keine allgemeingültige Definition, aber es ist auch hier wieder so wie bei vielen verschiedenen Begriffen, die wir ja verwenden, dass es häufig eben keine
keinen Konsens oder Einigung gibt, aber vielleicht zumindest, dass wir das nutzen können als eine Art Verständigung. Also das heißt, wenn ich jetzt den Raum heute aufgemacht habe mit, wir sprechen über Startups, sind in erster Linie auch Unternehmen von mir gemeint, also die Betrachtung der ersten 5 Jahre. Das, wie gesagt, das können ja auch alteingesessene Unternehmen sein mittlerweile, wo wir aber zumindest irgendwie vielleicht auch etwas mitbekommen haben, gerade von dieser Anfangszeit und diese Zeitspanne würde ich jetzt einfach mal etwa die ersten 5 Jahre definieren. Hast du da denn Beispiele? Kommt dir denn da etwas in den Sinn, Jürgen, was du als Beispiel mal einbringen magst? Nee, da muss ich ehrlich sagen. Also, wie gesagt, ich bin auf dieser Thematik da blauäugig in die heutige Stunde mit dir reingegangen, eben um zu hören und zu verstehen. An erster Stelle natürlich, das haben wir jetzt geklärt, was so ein Start-up ist. Und ich bin nur bei einer Sache, die du sagtest, und das habe ich auch eben gelesen im Netz, bei einer Begrifflichkeit nochmal angeeckt. Und zwar, du sprachst ja auch von, also einmal innovative Unternehmen oder Neugründungen oder Startups, innovative Geschäftsidee ist das eine. Und das andere ist skalierbare Produkte. Das ist natürlich auch eine Position, wo ich sage, ja, einmal, was versteht man unter skalierbar? Darauf müsste man sich auch einigen. Aber da sage ich ja auch, das qualifiziert mich auch nicht von einer Schockdorf-Neugründung, weil ich muss von der Skalierbarkeit, das behaupte ich mal, als Unternehmer ausgehen. Ansonsten komme ich aus der Anschubfinanzierung und unter Umständen aus dem gegebenen negativen Cashflow in der Gründerphase, was ja normal ist, eigentlich gar nicht raus. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da ist nochmal wichtig, dass ich auch noch den Hinweis mit dazu gegeben hatte, dass das im Ursprung auch mit dieser Innovation und Skalierbarkeit sozusagen in der Betrachtung ein Aspekt gewesen ist bei der Entstehung dieser Begrifflichkeiten. Heute, also deswegen können wir das vielleicht dann auch zurückstellen. Also wir brauchen jetzt keine Beispiele an Unternehmen zu nehmen, wo wir sagen, das ist eben auch innovativ oder skalierbar, sondern heute wird das ja an vielen Stellen wirklich auch als Synonym für Neugründungen sozusagen als Begriff verwendet. Trotzdem gehe ich gerne auch nochmal auf diese Begrifflichkeit der Skalierung ein. In der Regel ist mit Skalierung gemeint, dass sich das Produkt oder die Dienstleistung tatsächlich wie kann man sagen, potenzieren kann. Also, um mal an einem Beispiel den Unterschied aufzumachen, wenn ich als Einzelperson mich mit einer Dienstleistung selbstständig mache, dann ist die Skalierung nur bis zu einem gewissen Grad möglich, sofern ich eben alleine arbeite. Denn meine Zeit ist ja beispielsweise begrenzt. Das heißt, meine Ressource Zeit lässt sich nicht unendlich nach oben skalieren an der Stelle. Wenn ich allerdings ein Produkt habe, das ich anbiete, und das kann auch ein Service sein oder so mit gewissen Automatisierungen dahinter. Also das heißt jetzt nicht, dass es keine Dienstleistung ist, aber es geht um die Art und Weise, wie das sozusagen dann auch auf den Markt oder an den Kunden gebracht wird. Wenn ich zum Beispiel mit Digitalisierung und Automatisierung dahinter arbeite, dann lässt sich das häufig ins Unermessliche hochskalieren. Das heißt, ich kann das Produkt oder die Dienstleistung nicht nur einmal, sondern auch 100.000 Mal auf den Markt bringen. Und in diesem Zusammenhang wird in der Regel von Skalierbarkeit gesprochen. Das heißt, im Prinzip erstmal unabhängig von meiner zeitlichen Ressource sozusagen die Verbreitung auch möglich zu machen. Wenn die Dienstleistung, die ich anbiete, aber eben nur auf meine Kompetenzen und auf meine Zeit ausgerichtet ist, dann gibt es hier eine Limitierung und spätestens dann müsste ich einen zweiten Mitarbeiter mit an Bord holen, dem ich dieses Wissen zum Beispiel transferiere, vermittle, beibringe.
Und auch hier ist wieder eine Ressource, die begrenzt ist. Also das lässt sich nicht einfach nach oben potenzieren. Und darin wird meist der Unterschied bei der Skalierung gesehen. Ich hoffe, dass das nachvollziehbar ist, was ich meine. Jürgen, vielleicht magst du da noch mal kurz andocken. Ja, das passt auf jeden Fall in mein Verständnis, das ich mitbringe von Skalierbarkeit. Und das heißt ja für mich, skalieren ist ja im Grunde genommen die Treppen aufgehen. Das heißt, ich sehe die Möglichkeit in meinem Businessplan, ich sehe durchaus die Möglichkeit zu wachsen, zu expandieren, wobei da immer zwei Seiten zu betrachten sind. Du kannst Ceteris Paribus in Bezug auf jetzt Erfolgskriterium oder Unternehmenserfolg immer von zwei Seiten begründet expandieren. Einmal durch die Reduktion des Aufwands oder andererseits durch und der Kosten und auf der anderen Seite durch Steigerung der Erträge. Aber ich denke, das geht jetzt, glaube ich, etwas zu weit von dem ursprünglichen Thema weg. Aber ich sage nochmal, mit dem konkreten Beispiel jetzt eines Startups, das mir so präsent ist, kann ich nicht dienen. Tut mir leid. Ja, was ich ganz spannend finde bei Startups, wir können ja relativ allgemein auch bleiben und auch gerne auch ein Stück weit abstrakt bleiben, außer es kommt dann jemand noch mit dazu und bringt auch nochmal Beispiele mit rein. Eines der häufigsten Dinge, die mir auffällt im Kontext von Diskussionen, die eben bei traditionellen oder Startup-Unternehmen, wo man eben aufeinander zeigt, wir haben klassischerweise so die Annahme oder die Beobachtung, Erfahrung, dass eben bei traditionell eingesessenen Unternehmen, die schon seit je und eh irgendwie existieren, die man irgendwie kennt, dass hier je größer das Unternehmen, desto mehr Regularien gibt es, desto niedriger ist dann eben auch die Geschwindigkeit, in der zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, häufig viele Hierarchien und so weiter. Während bei Startups, dadurch, dass sich hier vieles noch nicht etabliert hat, sozusagen, eben in der Neubildung ist und durch dieses Phänomen der Neubildung quasi eine Neukonstitution eines Teams, also gehen wir mal davon aus, dass jemand nicht mehr einzeln arbeitet, sondern eben auch schon ein kleines Team existiert, dass hier eben noch keine Kultur bereits entstanden ist, sondern das darf sich ja in Anführungsstrichen alles noch finden. Und gerade in dieser Anfangszeit, wo sich vieles noch finden darf, gibt es häufig keine starken Hierarchien, vieles ist auf Augenhöhe, vielleicht werden auch Entscheidungen gemeinschaftlich getroffen und neue Ideen immer wieder schnell aufgegriffen, auch in die Umsetzung überführt und ähnliches. Und hier scheint ein ganz großer Unterschied zu sein, wobei eben hier eines der Aspekte, die ich total wichtig finde, dass es eben mit diesem Rahmen zu tun hat und nicht, weil Startups per se sich auf die Fahne schreiben, hier schnell zu agieren, nicht auf keine Hierarchien zu haben, sondern je größer ein Startup ist, das lässt sich zum Beispiel sehr häufig dann auch beobachten. Also wenn wir jetzt ganz große Unternehmen einfach mal nehmen würden, ob das jetzt ein Apple ist oder was auch immer, auch hier, wenn man vergleicht, was bekommt man so über die Anfangszeit mit, also auch gerade so klassische Unternehmen aus den USA, irgendwie ist das Ganze in einer Garage gestartet und wächst heran und irgendwann, wenn es eine bestimmte Dimension sozusagen angenommen hat, dann sind gewisse Hierarchien dann zu beobachten, gewisse Regularien zu beobachten, es braucht eine gewisse Standardisierung, Vereinheitlichung etc., was eben in einem Startup per se, weil es sich alles noch nicht gesetzt hat, in Anführungsstrichen, die Leitplanken noch häufig noch nicht da sind, eben vieles noch in so einer Art Findungsphase ist. Kann man auch vergleichen bei einem traditionellen Unternehmen, wenn man jetzt eine neue Abteilung gründen würde und hat jetzt neue Mitarbeiter, ein neues Team gegründet. Auch hier müssen sich ja bestimmte Prozesse, das Miteinander und so weiter, die Rollen ausprägen und da findet dann erstmal eine Art, so eine Findungsphase statt.
Und das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, aber das ist häufig das, was gar nicht dann gesehen wird, sondern es wird so getan, in Anführungsstrichen, oder so wahrgenommen, als ob Startups per se irgendwie einfach immer nur schneller sind in dem, was sie da tun. Und was häufig übersehen wird, ist aus meiner Sicht auch, dass gerade bei neu gegründeten Unternehmen eben auch an vielen Stellen auch die Klarheit fehlen kann. Das heißt, immer dann, wenn man eine neue Idee hat, fängt man wieder an einer neuen Idee zu arbeiten. Und dann ist die alte Idee auch schon wieder überholt. Und im Grunde genommen hat man ständig 5000 weitere neue Ideen, an denen man wieder arbeitet und hat keine der Ideen über die Dauer vielleicht sogar zu Ende gedacht oder auch mal implementiert. Also auch das ist ein Phänomen, das sich bei Startups sehr häufig beobachten lässt. Da bin ich mal gespannt, was so deine Eindrücke dazu sind, Jürgen, oder vielleicht gibt es ja das eine oder andere, was du aus den Medien kennst oder ähnliches, ob du da das Gefühl hast, das kommt mir irgendwie dann doch bekannt vor. In der Tat, vielen Dank. Denn im ersten Moment, in dem ersten Teil deiner Ausführungen, schloss ich messerscharf, dass ich in der Position eines Vorstandsvorsitzenden eines alteingesessenen Unternehmens, wenn ich feststelle, dass bei mir im Laden das alles ziemlich verkrustet ist und die Prozesse festgefahren sind, die Denke festgefahren ist und, dann gründe ich in einem bestimmten Segment, das als innovativ und unter Umständen ausgestattet mit neuen Technologien verbunden ist, ein Startup. Im Grunde genommen heißt das für mich, oder habe ich schlussgefolgert aus dem, was du sagst, ja, eigentlich ein Startup eine konsequente Auslagerung einem bestehenden, alteingesessenen oder älteren Unternehmen, um sich von gewissen verkrusteten Strukturen zu lösen. Ausrufezeichen. Und dabei ist mir in der Tat eine Position eingefallen, die ich vor kurzem gelesen habe, mitgekriegt habe. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so gehandelt wird als Startup. Aber Porsche hat sich vor 2 Jahren, 2, 2,5, 3 Jahren rigide entschlossen, in den Elektrobike-Markt einzusteigen, in Zusammenarbeit mit einem alteingesessenen, aber sehr innovativen Bike-Hersteller und bringt in diese neue Zusammenarbeit, Start-up-Fragezeichen, insbesondere die Technologie, die bereits vorhandene Technologie im Batterienbereich aus der Kfz-Technik mit. Will heißen, da besteht ja beim Bike das größte Problem im Hinblick auf Gewichtreduzierung ist einerseits der Motor und andererseits der Akku. Und das wäre für mich dann schlussfolgernd, dass ich sage, das ist auch dann ein Riesennutzen, nicht nur für jemand, der jetzt plötzlich erscheint und eine tolle neue Geschäftsidee hat, sondern der, wie gesagt, aus einer bereits existierenden produktmäßigen, technologischen, aus einem Umfeld kommt, um damit ja Verkrustungen aufzubrechen, alteingefahrene Prozesse, ich wiederhole mich jetzt, um dem Ganzen einen entsprechenden Drive zu geben und das wozu? Wozu das? Um eben die Chance am Markt zu nutzen und bereits vorhandenes Know-how mit einzubringen. Das wäre für mich jetzt so etwas, wo ich sage, ja, das macht Sinn. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz spannend und genau das findet ja auch an ganz vielen Stellen tatsächlich auch statt. Gerade wenn es darum geht, beispielsweise neue Märkte zu erschließen,
altes und neues Wissen auf eine bestimmte Art und Weise sozusagen zusammenzuführen aus verschiedenen Branchen und Bereichen, dass eben auch gerade traditionelle Unternehmen vermehrt, also wenn man da ein bisschen recherchiert, wird man das auch finden, dass traditionell eingesessene Unternehmen tatsächlich auch, wie jetzt das Beispiel, das du von Porsche eingebracht hast, dann tatsächlich auch nochmal in eine Art Auslagerung, Neugründung in Anführungsstrichen reingehen, um hier parallel zu diesem alteingesessenen traditionellen Unternehmen wieder etwas Neues in Gang zu setzen. Das ist etwas ganz Spannendes, vor allem auch, wenn wir das vor dem Hintergrund mit der Definition sozusagen, oder was verstehen wir jetzt unter Startup, wir haben ja versucht einzugrenzen, würde sich ja auch hier die Frage wieder stellen, ist das denn jetzt überhaupt ein klassisches Startup oder nicht, weil hier natürlich ja dann auch die Erfahrung etc. von dem Unternehmen auf der einen Seite mit reinfließt und meistens ist es ja dann nicht komplett eine Neugründung, die völlig losgelöst von dem traditionellen Unternehmen ist, sondern auch je nachdem, wie die Unternehmensstrukturen gewählt sind oder ähnliches, dann eben das auch unter einem Überbau sozusagen, also rechtlich gesehen auch sozusagen von der Konstitution des Unternehmens her durchaus eben auch ein neues Bein einfach in Anführungsstrichen darstellt. Also von daher wäre das auch nochmal interessant, diese Betrachtung, fällt das dann überhaupt in ein Startup rein oder nicht? Aber per se ja, das ist eine Möglichkeit. Ich hatte ja eben das Beispiel aufgemacht, wie ich kann ja auch eine neue Abteilung zum Beispiel gründen, wenn im Unterschied zu der Abteilung, die ich gründen könnte. Also ich könnte ja jetzt sagen, ich mache einen neuen Bereich auf innerhalb des Unternehmens und setze hier ein neues Team zusammen. Dann habe ich aber folgenden Nachteil in Anführungsstrichen. Bringt mit Sicherheit auch Vorteile mit sich, aber ich habe folgenden Nachteil auf jeden Fall, nämlich, dass das Team, das dann sich hier formiert, das können auch komplett neue Mitarbeiter sein, die ich aus dem Außen hole, ja trotzdem in eine gesetzte Unternehmenskultur sozusagen reinkommen. Die kennen vielleicht noch nicht die Gepflogenheiten und so weiter und so fort, werden aber vor dem Hintergrund, dass hier eine bestehende Kultur sozusagen da ist, auch in Anführungsstrichen relativ schnell gewisse Anpassungen an ihrem Verhalten, an die Art und Weise, wie sie arbeiten und so weiter vornehmen. Auch wenn sich wieder eine eigene Subkultur entwickelt, wird das Andocken an das bisherige System. Während ich, wenn ich eine ausgelagerte Neugründung an der Stelle habe, ob das jetzt mit Zurückgreifen auf einen anderen Bereich ist oder ob das jetzt völlig ein eigener Bereich ist, jetzt ganz unabhängig davon, habe ich erstmal keine extremen gesetzten Leitplanken und hier formiert sich etwas Unabhängiges zunächst erstmal von diesem anderen traditionellen Unternehmen, was eine eigene Kultur und Dynamik bereits über die Jahre hinweg entwickelt hat. Also von daher ist das etwas ganz Spannendes, wo man draufschauen kann. Und gleichzeitig, wenn dann diese Neugründung vollzogen ist, ist es oft auch so, dass es dann nach den ersten Jahren, wo gewisse Entwicklungen und so weiter stattfinden, dann eben auch eine Art Vollzug stattfindet, dass es dann in die bisherigen Bereiche auch mit integriert werden kann. Also dass dann eine Art Zusammenführung nach einer bestimmten Zeit erfolgt, dass das also nicht über die gesamte Zeit losgelöst und im Außen steht, sondern hier auch wieder eine Zusammenführung stattfindet, nachdem diese erste, ich nenne es jetzt mal Konzeptionsphase, Findungsphase und so weiter, bestimmte Dinge eben auch stattgefunden haben und relativ losgelöst in Anführungsstrichen von dem traditionellen Unternehmen erstmal aufgesetzt und aufgebaut wurden. Und das kann dann natürlich auch einen positiven Effekt dahingehend haben, dass es hier dann auch wieder frischen Wind in diese alteingesessene Tradition reinbringt und damit zum Beispiel auch dazu beiträgt, dass gewisse Musterverhalten dann auch mal erkannt oder durchbrochen, angepasst oder ähnliches werden. Jürgen, was sagst du denn dazu? Ja, da bin ich jetzt, nehme ich gerne auf. Dein Input, liebe Jasmin, und ich bin wieder in der Position als Vorstandsvorsitzenden und sage, dann hat für mich so ein Startup auch so den Charakter eines Testballons. Und zwar, wenn ich nämlich erkannt habe, dass ein innovatives Produkt, eine Idee, sich innerhalb meiner verkrusteten Strukturen und Organisation nicht mit der notwendigen Dynamik umsetzen lässt,
dann gründe ich ein Startup und dann statte ich dieses Startup aus mit Freiheiten, in Anführungsstrichen Freiheiten, beziehungsweise mit einer Spielwiese im Hinblick auf neue Handlungsstrategien in Bezug auf neue Modelle der Mitarbeiterführung und. Und teste mal das aus, ob sich dann das auf, ob sich das von der Werthaltigkeit und von der unterstellten Effizienz auch wirklich so herauskristallisiert im Kleinen, also in einer Fraktalorganisation, um es dann auf das Gesamtunternehmen zu übertragen. Das war eben so ein Punkt, wo ich sage, das könnte eigentlich der Nutzen sein. Das, wofür mache ich denn sowas? Ich denke, ja, das wäre überlegenswert. Ja, absolut. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist, es ist ja nicht nur, dass wenn es sich dann bewährt, dass ich das dann zum Beispiel auch eingliedern kann, sondern wenn ich merke, dass es nicht funktioniert oder es passt eben nicht aus irgendwelchen Gründen, es ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, dann besteht natürlich auch relativ einfach die Möglichkeit, es auch wieder abzustoßen. Es kann eine Exit-Strategie sein, also es kann sein, dass es zu einem Verkauf kommt oder dass es gänzlich eingedampft wird sozusagen. Und dadurch, dass ich das aber von Anfang an losgelöst oder getrennt von dem Ursprungsunternehmen aufgesetzt habe, habe ich auch Zahlendaten faktenmäßig in Anführungsstrichen keinen Negativ-Impact, dass jetzt gerade auch mit Stakeholdern und Shareholdern und so weiter, dass hier dann irgendwie die Zahlen sich negativ auf das traditionelle Unternehmen sozusagen auswirken, weil ich dann eben entsprechende Rahmenbedingungen am Anfang schon so gesetzt habe, dass ich das so ein Stück weit losgelöst voneinander. Ne? Dann hat man bestimmte Budgets, die dafür aufgewendet werden und so weiter. Dann hat man einen bestimmten Rahmen, mit dem das Ganze initiiert wird und innerhalb dieses Rahmens bewegt sich das auch. Das heißt, auch das Risiko ist überschaubar in Anführungsstrichen und ich kann dann zu gegebener Zeit entsprechend der Ergebnisse, die hier dann daraus entstehen, auch entscheiden, wie wird damit dann auch in Zukunft verfahren und umgegangen. Auch aus der Perspektive des Vorstands jetzt mal betrachtet. Jürgen, das ist doch eigentlich eine coole Sache, oder? Ja, wenn bei dem Vorstand die entsprechende Position im Hinblick auf Umgang Fehlerkultur und Umgang mit Fehler oder Misserfolgen gegeben ist. Und da poppt ja jetzt wieder etwas auf, was ich so bislang nicht eingeordnet habe. Ich weiß nicht, wie der amerikanische Multimilliardär heißt, kann das sein, Branson oder so, der sich jedenfalls vor kurzem definitiv aus dem Weltraumthema zurückgezogen hat. Und was ich, wo ja der Herr Musk nach wie vor offensichtlich die Pace vorgibt, sogar gegenüber der NASA. Aber was ich bemerkenswert fand an dieser Notiz, die ich gelesen habe, war, wie positiv, offensiv er mit dieser Innovation, die sich als nicht kostendeckend, als nicht mehr zielführend herausgestellt hat, weil sie nicht umgegangen ist. Und das ist genau der Punkt, den du ansprachst. Immer die zwei Seiten. Ja? Ich schaffe mir ein Testfeld mittels eines Startups, um zu testen, ob ich meine übergeordneten, auf der Metaebene gegebenen Strukturen aufbrechen kann. Und wenn es dann in die Hose geht, ja, das ist doch toll. Dann bin ich sicher, ich bin eigentlich richtig aufgestellt. Es muss irgendwie an anderen Positionen hängen. Aber den Weg, den ich jetzt versucht habe, der ist offensichtlich nicht die Lösung.
Ja, wunderbar, schönes Beispiel. Und du meinst Richard Branson, also Branson war schon korrekt an der Stelle. Ja, und vor allen Dingen habe ich ja auch, wie du schon gesagt hast, hier beide Bereiche. Das heißt, auf der einen Seite kann ich es eben abstoßen, in Anführungsstrichen, wenn es nicht gut funktioniert. Das heißt, ich habe bestimmte Zahlen, Daten, Fakten für mich vordefiniert, nach denen ich mich hier auch orientieren kann. Und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, kann ich entsprechend eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung geht eben in beide Richtungen und gleichzeitig kann ich diese neue Unternehmung, die separat aufgesetzt und geführt wird, auch als Leuchtturmprojekt sozusagen im Umfang des traditionellen Unternehmens ja bereits aufgreifen und auch aufzeigen und auch die Entwicklungen aufzeigen. Und wenn ich das Gefühl habe, das Leuchtturmprojekt, also wenn sich bewahrheitet, dass das Leuchtturmprojekt auch gut funktioniert, dann ist es eben nicht nur ein Leuchtturmprojekt, sondern aus dem Leuchtturmprojekt wird eben etwas, was dann auch fest in bestimmte Strukturen eingegossen und weiter vergrößert, vertieft und so weiter wird. Das heißt, dass man dann eben nach einer bestimmten Zeit entsprechend aus diesem Leuchtturmprojekt, was zunächst als Projekt sozusagen Gedanke startet, dann eben auch einen neuen Bereich hat, das Ganze in die alten Strukturen implementieren kann und so weiter. Und insofern haben wir hier beide Ausrichtungen. Und das Schöne ist, du hast es gerade angesprochen, auch dieser Aspekt der Fehlerkultur. Gerade in einem neu gesetzten Rahmen, wo sowieso noch relativ viel Findungsphase und sowas stattfindet, da wird häufig auch mit Fehlerpotenzialen ganz anders umgegangen, weil dadurch, dass es ja so eine Art Luftballon ist, ne? Also ich blase den jetzt mal auf und guck mal, wie weit ich den aufblasen kann, ohne dass er platzt, in Anführungsstrichen, habe ich jetzt hier tatsächlich eine neue Form gewählt, in der eben innerhalb von nur bestimmten Leitplanken, die zunächst erstmal als Idee gesetzt sind, einfach auch ein Stück weit geguckt wird, was kann sich dann daraus entwickeln oder was funktioniert nicht. Und häufig sind dann zunächst erstmal kleinere oder größere Fehler, wird auch anders mit umgegangen als jetzt in einem klassischen traditionellen Unternehmen, wo ja schon eine bestimmte Mentalität oder Denke in Bezug auf Umgang mit Fehlern und so weiter vorhanden ist, die ja meistens dann auch nicht niedergeschrieben ist, sondern auch Sanktionen oder ähnliches meistens ja auch informell stattfinden. Das heißt, eine Kultur, die sich bewährt hat, die sich durchgesetzt hat über viele Jahre hinweg, so dass automatisch, auch ohne dass es irgendwelche Regularien teilweise gibt oder so, eben Konsequenzen auch folgen können oder ob das jetzt Ausgrenzungen sind, ob das jetzt der Umgang mit den Mitarbeitern ist untereinander und so weiter, ob wir von Blaming sprechen, ob wir was auch immer jetzt aufgreifen an der Stelle, Sündenbocksuche und vielleicht sogar Sanktionen im härtesten Fall. All das ist etwas, womit man im Rahmen einer Neugründung eben anders umgeht und bei einer Neugründung ja auch gar nicht den Anspruch hat, dass sofort alles funktioniert, sondern auch hier der Zeitfaktor meist auch ein anderer ist. Also während wir bei traditionell eingesessenen Unternehmen ein Projekt machen und dann haben wir häufig auch einen relativ kurzen Zeitraum, das heißt, die meisten Projekte, viele Projekte sind ja dann so auf 1 bis 3 Jahre zum Beispiel ausgelegt, haben wir von Anfang an im Grunde genommen bei einer Neugründung, die andockt an das alteingesessene Unternehmen, haben wir häufig auch eine Zeitspanne, ähnlich wie bei diesen Startup-Gedanken von häufig 5 Jahren an der Stelle. Also auch das ist relativ spannend, weil der Umgang mit diesen Zeitdimensionen, mit Fehlern und so weiter auch anders ausgestaltet wird. Und genau, ich gucke mal jetzt gerade, ob wir vielleicht auch noch mal was haben im Chat parallel. Ingo hat noch etwas geteilt. Virgin Galactic Spaceship 2 fliegt wieder. Okay. Und vielleicht kannst du Ingo noch kurz was dazu schreiben, dann kann ich das auch noch mal aufgreifen, damit wir das auch korrekt einordnen können. Und Jürgen, hast du weitere Gedanken, die du hier noch mal mit andocken möchtest, oder sollen wir dann für heute auch schon langsam in die Abschlussrunde übergehen? Ja, ich nehme jetzt für mich, und das mag vielleicht auch als Abschlussstatement dann gelten, liebe Jasmin, ich nehme für mich sehr viel mit aus dem Gespräch, leider nur Gespräch mit dir. Das soll jetzt nicht abwertend gemeint sein, um Gottes Willen. Aber
Da war vieles für mich dabei, was ich jetzt neu einwerten kann. Ganz am Schluss kam mir noch der Gedanke, du hattest es auch in der Definition ja angesprochen, die Verschlagwortung einerseits Skalierbarkeit und der andere Begriff war Innovation. Da ist jetzt noch für mich das Fragezeichen, ohne dass wir das jetzt noch weiter ausführen müssen, dass alleine die Art und Weise der Führung eines Projektes oder einer Neugründung oder eines Startups, wie auch immer, alleine die Führung, das Thema von gestern, unter innovativen Aspekten, unter, wie sagtest du so schön, Leuchtturmcharakter und den Scheinwerfer in den Nebel mal richten und gucken, ob es klappt. Alleine das unter Umständen eine Begrifflichkeit als Start-up begründen kann. Das wäre jetzt noch mal so für mich so etwas, was ich mitnehmen würde. Ja, absolut. Vielen, vielen lieben Dank. Und genau darum geht es ja auch hier wirklich. Ja, bei manchen Begriffen sind wir vielleicht noch einfach noch gar nicht so tief drin. Und dann ist es auch mal sinnvoll, eben sich anzunähern und mal zu gucken, was passiert da eigentlich und in welchem Zusammenhang. Und deswegen fand ich es auch klasse, dass du diese Fragen auch eingangs mit dem, was ist jetzt eigentlich überhaupt ein Startup? Was würde man denn als solches auch bezeichnen? Und hier sieht man ja auch, es gibt nicht unbedingt hundertprozentig klare Antworten immer. Aber wenn wir erste Annäherungen machen, wenn wir die Begrifflichkeiten eben auch nochmal aufgreifen und uns die Begrifflichkeiten auch nochmal genauer, auch im Sinne der eigenen Gedankensortierung sozusagen, auch uns damit beschäftigen und dann langsam entlanghangeln, dass doch ganz schöne Beispiele auch eben an der Stelle wieder zusammenkommen an Gedanken und Perspektiven. Und insofern ist es ganz spannend hier zu gucken auf Startups eben nicht nur in Bezug auf ein völlig neu gegründetes Unternehmen, sondern das war ja heute dann der Schwerpunkt, eben auch neben dem traditionellen Unternehmen dieses weitere Standbein sozusagen, was hier als eine Art Testphase startet, wo verschiedene Möglichkeiten gegeben sind. Und du hast es so schön auch verknüpft mit dem Thema gestern, mit dem Aspekt der Führung, wo auch die Führung mit Sicherheit auch ganz anders ausgeprägt ist, vor dem Hintergrund eben dieser Absonderung zum traditionellen Unternehmen und auch die Perspektiven einmal eine andere sind, die Art der Führung mit Sicherheit eine andere ist und hier eben in dieser Findungsphase ganz viel auch entstehen kann. Und dann kann man ja auch wieder in diese Reflexion gehen, sozusagen, das Ganze betrachten, also nicht nur aus der Perspektive Zahlen, Daten, Fakten, sondern auch aus der Perspektive auch vor dem Hintergrund einer eigenständigen Kultur, die sich hier in dieser Neugründung sozusagen entwickelt, zu schauen, was davon hat denn gut funktioniert, in welchem Zusammenhang hat es gut funktioniert und wie lässt sich das eine oder andere tatsächlich auch in das alteingesessene Unternehmen sozusagen auch transferieren, also übernehmen, Anteile davon. Und auf der anderen Seite die Dinge, wo wir aber das Gefühl haben, das hat nicht so richtig funktioniert, die dann auch wieder an der Stelle auch gedanklich auch wieder abstoßen zu können, ja. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass es hier so eine Art neue Lernumgebung gibt, in der neue Erfahrungen auch gemacht und gesammelt und vor dem Hintergrund der Ergebnisse sozusagen, die man macht, also Reflexion und Ergebnisse, dann auch wieder Entscheidungen zu treffen und angelehnt hieran auch wieder zu überlegen, findet zum Beispiel eine Zusammenführung statt, funktioniert das ganz gut so, wie es ist, dass man es weiter ausbaut und nicht zusammenführt, aber vielleicht Aspekte daraus eben transferiert in das alteingesessene Unternehmen und. Und hier können ganz, ganz viele interessante Möglichkeiten tatsächlich auch durch diese Ausgestaltung entstehen, die man hier sehr positiv auch in dem Sinne für sich auch nutzen kann. Also von daher eine ganz spannende Sache und auch ein Umstand, den tatsächlich auch zunehmend immer mehr Unternehmen, alteingesessene Unternehmen für sich entdecken und auch auf diese Art und Weise quasi hier auch Strukturen aufsetzen, um eben auch
Man kann es nicht anders sagen. Es sind Lernerfahrungen, um Lernerfahrungen zu machen. Und da sind wir wieder bei dem Lernbegriff, finde ich also von daher auch sehr, sehr spannend. Und ja, und dann kann man gucken, welche Lernerfahrungen man macht und angelehnt daran eben auch weiter fortfahren. Ja, großartig. Vielen, vielen lieben Dank für diese Gedankenimpulse, die du mit reingebracht hast, Jürgen. Und dass wir es geschafft haben, trotz technischer Herausforderungen, die am Anfang ja heute Morgen da waren, das auch alles noch aufgezeichnet zu bekommen. Dass das alles auch geklappt hat, finde ich wunderbar. Und morgen geht es weiter mit Biotechnologie und Zukunft der Medizin. Da wollen wir uns anschauen, was ist denn eigentlich Biotechnologie, was fällt da alles mit runter und wie sieht eine mögliche Zukunft der Medizin aus vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die wir hier bereits beobachten können, also in welche Richtung läuft das Ganze. Auch das wird mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Ihr seid ganz herzlich eingeladen, hier dann auch morgen um 8 Uhr wieder mit dabei zu sein. Und dann wünsche ich euch erstmal einen wundervollen Tag, bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich fürs mit dabei sein und die Impulse, die mit reingekommen sind, insbesondere an dich, Jürgen, und auch über den Chat, die morgendlichen Grüße etc. finde ich auch immer toll, dass über den Chat auch einiges passiert. Und dann freue ich mich einfach auf einen schönen gemeinsames Fortsetzen morgen früh um 8 im Deep Talk wieder mit euch. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ciao.